Wolfgarten 22 AXBACA 650. Räder mit Spikes, extrem breite, griffige Räder. Für ideale Traktion auch bei hügeligem Gelände. Leichtgewicht nur 7,5 Kilogramm. Angenehm, um Ihren Lupo zu tragen, besonders wenn Sie mehrere Zonen nutzen. Sehr leise, nur 64 Dezibel beim Mähen, das stört Sie und Ihre Nachbarn. Nicht der Gartenroboter von Wolfgarten. Ist der fleißige Gartenhelfer für kleine Flächen. Bis 250 km und sorgt stets für einen schönen, gepflegten Rasen. Patentierter Mulchreiniger. Entfernt automatisch Grasreste während des Mähens und reinigt sein Mähdeck dadurch selbst. Serienmäßig bei allen Lupo S. Die kleinsten ganz groß ausgestattet. Die Lupo S. Mähroboter sind besonders familienfreundlich. So ist die Installation innerhalb kürzester Zeit erledigt. Mit dem 100 Watt starken Motor erledigt der kompakte Mähroboter Arbeit. Auch mehrere Zonen schafft er problemlos, wenn sie durch einen Pfad oder Rasenstreifen verbunden sind oder eine weitere Basisstation verwendet wird. Dank des kompakten Designs benötigt der Lupo nur wenig Platz auf dem Rasen wie beim Verstauen. Die Basisstation kann auch außerhalb der Rasenfläche als externe Station installiert werden. Details: Räder mit Spikes, extrem breite, griffige Räder für beste Traktion auch bei hügeligem Gelände. Leichtgewicht nur 7,5 Kilogramm, angenehm, um Ihren Lupo zu tragen. Besonders wenn Sie mehrere Zonen nutzen. Sehr leise, nur 64 Dezibel beim Mähen, das stört Sie und Ihre Nachbarn nicht. Patentierter Mulchreiniger, entfernt automatisch Grasreste während des Mähens und reinigt sein Mähdeck dadurch selbst. Serienmäßig bei allen Lupo S. Wenn der Mäher nicht auf dem richtigen Weg ist oder feststeckt, prüfen Sie, ob sich der Begrenzungsdraht zu nahe an der Kante oder Bank befindet. Bewegen Sie den Mäher in den zu mähenden Bereich hinein oder wieder heraus und nehmen Sie ihn wieder in Betrieb. Überprüfen Sie die Rasengräben. Füllen Sie diese Gräben mit Erde. Tauschen Sie die Kabelenden am Kopf der Ladestation aus. Danke fürs Zuschauen. Yeah.